Yo, was geht? Mein Name ist Janix und was ihr jetzt gleich seht, ist ein Highlight aus dem Livestream. Ich streame immer dienstags und freitags von 14 bis 17 Uhr hier auf diesem YouTube-Channel. Checkt das gerne mal ab. Wenn ihr noch nie im Livestream wart, kommt gerne mal vorbei. Ich freue mich. Aber jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Dann würde ich sagen, next thing to do ist den Loop vom Bratanist reinballern. Halt so ganz andere Vibes, ne? Alter, geiler Perk-Sound. Der heißt Keys, so. Meinte, der hat wirklich für diesen Perk-Sound einfach so seinen Schlüsselbund vom Mic so rumgedingst. Das kann schon sein. Ich muss sagen, Alter, so ist genau so, dass man Bock hat, darauf zu rappen eigentlich schon. Weißt du, da kann man jetzt richtig geil dummen Adlibs, dies, das drauf machen, aber das braucht schon nicht noch ein Layer mehr eigentlich. Manchmal kann es so einfach sein, ne? Zwei so Chords einfach. Es sind original zwei Chords. Beat ist wavy auf jeden Fall, safe. Bisschen Drake-Vibes, okay. Auch interessant. Ich bin jetzt eher so bei, vielleicht bei so Playboy Cardi. Also alte Playboy Cardi so, von vor Whole Lotta Red. So voll Sommerhit, ja das, Alter. Ich auch gerade so von Gedanken und von Flows und so her, könnte ich mir auch so ein Mako oder so da voll drauf vorstellen. Oder so, diese so Lugatti und Nine, die haben ja auch manchmal so Good Vibes Songs, so. Sowas irgendwie, Alter. So auf Sommer, wir chillen im Park, wir trinken Bier, mäßig Type Song, so, weißt du? Eigentlich das sogar ganz geiler Einstieg, so einmal mit Full Drums reinkommen und dann mit der zweiten Mellow, aber ohne Drums. Kannst du mal kurz zeigen, wie Ozone funktioniert? Kannte das gar nicht, bis du es eben erwähnt hast. Ja,
gerne. Isotope Ozone ist ein Mastering-Plugin. Isotope Ozone kostet eigentlich extrem viel Geld. Die normale Version von Ozone, okay, hier 250, es gibt hier Advanced 500 Euro. Was ich habe, ist das hier, Ozone Elements. Das gab es leider bis zum 1.6. Gab es das noch for free, jetzt gerade nicht mehr. Aber wenn du ein bisschen wartest und ein bisschen ein Auge darauf hältst, wirst du es irgendwo reduziert oder umsonst finden, so. Und Ozone Elements, also Ozone ist ein Mastering-Plugin, so. Und Ozone Elements, so, hat im Grunde einfach nur drei ziemlich stumpfe Funktionen, so. Wir haben einmal hier einen Equalizer, ganz normal, so, ne, man kennt ihn, so wie Parametric EQ. Wir haben, man bekommt es noch for free, krass, okay, ich dachte, das wäre am 1.6. zu Ende gegangen. Okay, dann nutze jetzt die Chance und zieh's hier, so, lohnt sich auf jeden Fall, Mann. Wir haben hier einen Imager, so, hier kannst du ein bisschen dein Beat in Stereo-Bild machen. Ich mache das jetzt hier mal einfach auf extrem, so. So, ihr hört, der Beat ist jetzt so um mich herum halt mäßig. Und wir haben hier den Maximizer, der ist im Grunde einfach nur ein ganz stumpfer Limiter. So, du hast ein Ceiling, du hast ein Threshold, mehr ist es nicht. Es ist einfach nur ein Limiter. Was ich jetzt sehr geil finde, ach, bei Spotify Creator kriegst du, ach krass, okay, geil. Nice, ja, dann meldet euch bei Spotify Creator an, da kriegt ihr Ozone Elements for free. Lohnt sich wirklich sehr. So, was jetzt das Geile ist, also was ich jetzt so machen würde. Also, ne, das ist jetzt ein Beat, so ein reiner. Normalerweise würde ich jetzt diesen Beat nehmen, auf den Beat Soft Clipper drauf machen, den dann in ein Projekt reinziehen, so, in ein neues Projekt, ne, also Beat mit Soft Clipper drauf, oder von mir ist auch im gleichen Projekt, aber auf dem Beat ist erstmal Soft Clipper, so, bei mir, und dann drehe ich den Beat aber leiser, also das mache ich jetzt hier einfach zu Demonstrationszwecken mal, mit dem Limiter so einfach den Gain runterdrehen, dass das so ein bisschen leiser ist, ein bisschen Headroom hat, so, und, dann jetzt normalerweise würden da halt die Vocals drauf kommen, so, ne, obviously. Das lassen wir jetzt weg. Aber das Geile an Ozone ist halt dieser Master Assistant. Der ist hier oben versteckt. Und ich gehe da drauf, kann jetzt hier einstellen Streaming. So, ich möchte gerne Streaming. Ne? Ich will ja, dass mein Track jetzt für Spotify optimiert ist, so. Und der setzt dir das halt schon von selber auf, diese -14 LUFS, was halt die Spotify-Richtlinie ist. Und dann lässt du einfach deinen Beat durchlaufen, so, du solltest halt einen lauten Part von deinem Beat durchlaufen lassen, nicht das Intro ohne Drums so, sondern schon was, wo der Beat so in seiner Fülle am Start ist. Lässt das einfach laufen und lässt dabei diesen Assistant laufen. Und er stellt dir das dann ein. Das Geile ist halt, dass er dir diesen ganzen EQ und den Limiter halt quasi schon auf optimal für Spotify einstellt. So, ne? Also natürlich ist das nicht perfekt so, ne? Obviously. Das ist nur so ein Assistant so. Natürlich kann er nicht perfekte Ergebnisse liefern so. Aber halt für, wenn ihr genauso viel oder noch weniger Plan von Mastering habt wie ich, dann ist das auf jeden Fall super, super krass. Also seit ich das benutze, klingen meine Spotify-Tracks einfach viel geiler. Und vorher war halt immer das Problem, weil ich kann halt nicht mastern so. Weißt du, ich kann es halt einfach nicht so. Ich kann natürlich ein bisschen hier Tutorial gucken, ein bisschen EQ, ein bisschen Limiter auf meinen Master machen. Aber wie es wirklich funktioniert, habe ich keine Ahnung von. Und deswegen waren, bevor ich dieses Ozone Elements mit diesem Master Assistant hatte, waren halt meine Masters auf Spotify immer viel, viel, viel zu leise, so. Gerade im Vergleich, wenn du die dann mit anderen Tracks zusammen auf eine Playlist gemacht hast oder so, waren die halt viel zu leise. Und seit ich das benutze und der dreht, ihr seht hier schon so, ne, der dreht mir immer den Bass raus, so, bei allem, was ich mache. Weil, ne, habe ich gerade schon gesagt, so, ich tendiere halt dazu, den Bass zu laut zu machen. Aber dadurch sind die Tracks auf Spotify halt viel klarer und viel konkurrenzfähiger, so. Und, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Also ich mache es tatsächlich nur für Tracks und wir machen es für die High-Hitters-Beats, weil wir da halt, ne, High-Hitters machen wir zu dritt so
Und da müssen wir halt irgendwie gucken, dass unsere Beats einheitlich klingen und nicht die vom einen viel lauter sind als die vom anderen. Das machen wir, regeln wir auch über Ozone und über Luftwerte. Für Beats mache ich es eigentlich in der Regel nicht so, weil ich einfach den Softclipper-Sound auch mag. Aber ne, wie gesagt, wenn ihr genauso wenig Ahnung von Mastering habt wie ich, dann ist Ozone auf jeden Fall super geil. Also dieser Assistant ist wirklich, wirklich sehr gut. So, ich bin da sehr zufrieden mit. Ich mache immer dann, meine Lautstärke passe ich immer selber nochmal ein bisschen an, weil der tendiert das dazu, nicht die volle Lautstärke auszuschöpfen, die er kann. Das mache ich dann mit einer lustigen Seite, die heißt loudnesspenalty.com. Loudnesspenalty.com. Da lädst du deinen Beat hoch. Ja, ich nehme jetzt einfach mal diesen Loop hier vom Bra, auch wenn das natürlich jetzt überhaupt nicht repräsentativ ist. Aber der sagt dir halt, guck mal, so zum Beispiel diesen Loop hier, wenn du den bei Spotify hochladen wollen würdest, dann würde Spotify den 9,5 dB lauter machen. Und an der Stelle denke ich mir halt, okay, warum mache ich den dann nicht einfach 9,5 dB lauter? Und das mache ich dann halt die ganze Zeit hin und her, weißt du, ziehe mein Master hier rein, guck mir das an, drehe dann hier in Ozone wieder meinen Threshold ein bisschen runter, exportiere das nochmal, ziehe das wieder da rein, so lange bis halt hier bei Loudness Penalty bei Spotify 0 steht so und dann bin ich zufrieden. So, that's what I do. Ich glaub daran und ich mach es real. Und wir jagen alle nach dem Plattendeal. Doch ist alles super wie ein Kartenspiel. Und wir alle hier ackern und warten wir. Ich hab keine Panik vor dem Death. Man hat meine Nachricht für alle, die lästern. Eure gefakte Panik ist von gestern. Digga, wir shooten nicht, das ist kein Western. Ja, ja, Digga, wir shooten nicht, das ist kein Western. Ja, ja, irgendwann hol ich dich ab in einem Tesla. Ja, ja, irgendwann geht es der Welt um mir besser. Ja, irgendwann machen wir alle nur extra, ja.